muss ich dahin, wo die Tiere sich zerfleischt haben. Ist da noch ein Eingang? Es wäre ja auch alles viel zu einfach, wenn ich da mich jetzt einfach durchschießen würde. Hier könnte natürlich noch irgendwie ein Schachteingang sein. Vielleicht benutze ich oder gebrauche ich das Werkzeug auch einfach nur für Waffenmodifikation oder so. Aber dafür war mir der Spot irgendwie ein bisschen zu unauffällig. Jetzt am besten so eine Emission bitte wieder anmelden. Hier gehe ich doch gerne schwimmen. Auch mal einfach effizient schießen wieder. Gibt so tolle Geräusche von sich, als würde jemand da drin um Hilfe schreien. Hier brauche ich mein Glück nicht versuchen, hier oben, wa? Mal angenehm, dass ich rennen kann. Ich habe jetzt schon zweimal einen Energy Drink getrunken, ich wollte schon wieder tun, ob es vorhin schon nichts gebracht hat. Ich fahre jetzt einfach durch. Manchmal bin ich mit dem Dreifach verwirrt. Das ist auch richtig gruselig hier. Also meine Tarkov-Experience macht mir das gruselig. Hier könnte er aus jedem Fenster gleich ein Lauf kommen. Obwohl aus denen da wohl eher weniger. Ich glaube, das Gebäude ist nicht betretbar, so wie die Fenster aussehen. Ich jetzt endlich mal wenigstens auf dem Dach, damit ich diesen Helikopter mal sehen darf, zu dem ich hin muss. Das wäre jetzt allerliebst. Auch sie wieder sehr verdächtig, dass hier einfach keine Feinde sind. Das macht es auch auf seine Art und Weise sehr beklemmend. Das kann man dem Game auf eine schräge Art und Weise schon zugute halten. Man hat sich auch beim Sounddesign ein bisschen mehr Mühe gegeben, ne? Also ein bisschen Abstand von diesen atmosphärischen Sounds genommen. Mehr auf diese... Das tut mir auch weh, okay. Mehr auf diese komischen Sounds gesetzt. Ich habe einen Zettel gefunden. Wofür ist der Zettel? Folgende Entscheidung wurde beim Treffen gefällt. Die Versandabteilung muss sich auf die Evakuierung der Produktionsanlage von Forschungsobjekt 62 konzentrieren. Hilft mir das? Was für eine Forschungsanlage? Och, nö. Bin ich hier nicht beim Heli-Crash-Site? Abschutzstelle, ja, ich bin noch in einem falschen Gebäude. War ja fast ein Glückstreffer, dass ich das jetzt gefunden habe. Einmal bitte wieder raus hier, nächstes Gebäude. Ich werde mich hier auf jeden Fall gleich wieder rausschießen müssen. So gezielt auf mich zugelaufen. Vor allem kommt da erstmal noch mehr. Danke. Warum befinden die sich jetzt? Ob die noch irgendwas finden würden? Ich meine, ich finde die noch was zu fressen. Wer weiß, was Mutantenhunde fressen. Was? Wenn man bloß nicht den direkten Weg geht. Bin ich auch. Also ist auf jeden Fall auf dem Dach abgestürzt, da brauche ich mir gar keine Illusionen machen.
Und das wird sich bestimmt nicht auf eine Leiter beschränken, die draußen ist. Was wäre angenehm, wenn man wenigstens mal den Rotor sehen würde, damit man weiß, dass man richtig ist oder so. Da ist auf jeden Fall eine Tür, die in das Innere des Gebäudes führt, auf dem der Questmarker ist. Das Gebiet ist so groß, wenn ich das Ding untersucht habe, muss doch irgendwas passieren. Brauchen die mir nicht erzählen, dass es hier nur um drei Hunde geht. Ja, die Leiter lässt ja schon wieder viel versprechen. Also einmal irgendwie eher nach unten, ne? Wann leuchten mich die ersten Augen an? Noch nicht. Noch nicht. Freddy, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Nick. Schön, dass du reinschaust. Freut mich sehr. Hat aus irgendwelchen Gründen gerade das Gefühl, als würde ich eine Etage tiefer fallen, wenn ich nur auf diesen Gittersteg hier getreten bin. Laufe ich gerade im Kreis? Bin ich hier nicht hochgekommen oder so? Oder muss ich hier... Oh. What's happening? Aha. Die Unterführung wurde mit Gas gefüllt, bevor sie versiegelt wurde. Was ist das für eine Information? War's das? Nee. Bei mir war doch gerade in der Unterführung. Oder? Ist das hier gut? Das ist kein neues Vieh. Sah gerade irgendwie so viel kompakter aus. Aber da ist der Heli! Das sind auf jeden Fall neue Viecher. Was passiert hier? Wie asozial. Warum dürfen sie sich teleportieren? Immer heilen bitte. Irgendwie. Da sind jetzt beide tot. Das ist eine Frechheit. Ich hoffe, die können bitte wieder so sparsam mit den Monstern umgehen. Hier sieht's genauso aus. Aber das Emissionsschutzsystem ist intakt. Was könnte die Ursache gewesen sein? Ein Helikopterabsturz. Ich trinke kurz was, bitte nicht angreifen. Da hätte er den Heli mal ruhig ein paar Sekunden länger untersuchen können. Und das will ein Agent sein, ja? So flüchtig. Gib mir doch wenigstens irgendwie Loot, wenn hier schon alle tot sind. Gib mir deren Rüstungen, keine Ahnung. Irgendwas Taugliches halt. Kommen hier hauptsächlich irgendwelche Teleportkatzen, aber ich krieg gar nichts. Schwarze Kiste auch nicht sonderlich vielversprechend. Noch mehr Gebell. Ich glaube, auf dem normalen Weg komme ich hier nicht mehr raus. Warum leuchtet da noch was? Ich habe ja kurz leuchtende Augen gesehen. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich nicht unbedingt getäuscht. Hier stehen auch überall schon wieder so Explodierfässer, ne? Das ist, glaube ich, selten. Gutes Zeichen. Noch mehr Infos. Zur Unterführung ist hier. Wenn wir den Generator aktivieren, können wir dadurch die Aufzugverriegelung öffnen.
Das klingt nach Dingen, die ich nicht erfüllen will. Das klingt alles überaus furchtbar. Muss ich hier nirgendwo drauf drücken? Wenn es hier schon blinkt? Sieht nicht so aus. So, der Haken nicht für irgendwas zu gebrauchen ist, oder muss ich erst den Generator dafür aktivieren? Kann natürlich auch sein, ne? Dass das die falsche Reihenfolge ist. Aber jetzt sag mir mal, wie ein Sowjetgenerator aussieht. Ich hätte ja schon Schwierigkeiten damit, einen modernen zu erkennen. Das ist zumindest eine Teekanne, das weiß ich. Vielleicht ist es so einfach nur darauf beschränkt, dass ich einfach nach unten gehe. Dann wird sich das schon alles regeln. Ist hier eine Sucherei schon wieder. Wo sind meine Leuchtpfeile? Irgendwelche Alternativen hier? Ist das irgendwas, womit ich was anfangen kann? Ein Sicherungskasten war zumindest eine gute Anlaufstelle, denke ich. Da ist nur was rot. Ja, nee. Irgendwelches Zeug oder so. Ich kriege hier langsam Halluzinationen beim Spielen. Ich habe schon wieder irgendwas sprengen gesehen. Dann blinze ich, dann ist es weg. Diese übertriebene Leere macht einen fertig. Aber richtig. Komm ich denn jetzt hier raus? Komisch, von draußen hat dieses Gebäude nicht so einen großen Eindruck gemacht, ne? Hier war ich noch nicht. Der LKW ist mir vorhin schon aufgefallen. Aber hier gibt es auch nicht mehr viel zu holen. Oder darf ich hier rüberspringen? Oh ja, darf ich. Aber dann komme ich nicht mehr zurück. Dann wird die Sache mit dem Generator wohl ein anderes Mal sein. Was völlig okay für mich ist, wenn ich jetzt aus dem Gebiet erstmal wieder raus darf. Ich auf der Karte sehen, wie ich hier rauskomme. Das Tor wird vermutlich geschlossen sein. Ich versuch's trotzdem. Im schlimmsten Fall schaffe ich es halt nicht. Bin kurz weg. Jo, bis gleich, Oldcoin. Das ist die Stelle, wo ich gerade. Nee, ist es nicht. Wieder mal eiskalt gelogen. Aber da ist auch zu. Vielleicht kann ich es von der Seite öffnen. Wirklich jede Möglichkeit irgendwie ausschöpfen. Das sieht aber auch so leer aus. Ich glaube, da soll man gar nicht hin. Da soll man gar nicht hin. Das ist Map-Ende, alles klar. Habe ich wenigstens Gewissheit? Oh nee, auf Radioaktivität habe ich keinen Bock. Daran bin ich schon genug gestorben heute. Das muss nicht mehr sein. Reicht auch mal. Ja, aber die Seite ist nicht besser mit dem Stacheldrahtzaun. Ist der offen irgendwo? Nee, natürlich nicht. Hat man wegen der Tanne nicht so gut gesehen. Ja, schön wieder in die hart verstreite Zone gerannt. Das wird auch nicht besser.
Ja, ich gehe schon. Oh, das könnte hier interessant sein. Ist aber nicht. Schnell weg. Bevor mich irgendwer holt. Die haben hier aber auch viel. Oh, das könnte vielleicht noch was sein. Sollte aber nicht. Harte Streingebiete finde ich auch nicht so toll. Komme ich nicht raus. Ich versuche immer irgendwie runterzuspringen. Also nicht vom Geländer runterzuspringen. Und rein oder so. Da ist eine Leiter. Ist auch gut, dass ich immer Medpacks finde, weil mich das ja hier auch lohnt, hier zu sein. Gut, dass ich gespeichert habe. Scheiße. Oh, bitte nicht bei dem Leuchtedings. Nicht bei der Fahrerkabine. Nee, gut. Hier. Kann ich mir erlauben, da einfach durchzusprinten oder sterbe ich da sofort? Da ist auch nichts drin. Da gibt es keine Abzweigung oder so. Oh Mann, Spiel. Mach's mir doch nicht so schwer. Und dann suchst du schon nach dem Weg und findest nur den Strahlentod. Wo kommen denn die jetzt schon wieder her? Ich habe doch sämtliche. Ich dachte, ich hätte schon alle Tiere umgelegt. Ich treff das hier auch gerade nicht mal. Da kommt schon der nächste. Ja. Verschwende ich halt die große Munition. Noch mehr Hunde. Sterbe ich ja die ganze Zeit an Hunden. Immer hier ein Verband, vielleicht hilft das ja. Die Strahlung killt mich gerade schon wieder. Ach, scheiße. Habe ich hier noch irgendwas? Ja. Wurst und Brot. Ach, das heilt mich gar nicht mal mehr. Das war quasi nur das alte Game. Scheiße. Warum holt mir die ganzen wertvollen Ressourcen hier? Da läuft doch schon wieder so ein scheiß Vieh. Also mein rum wie so ein Kampfjet, Mann. Ja, Kampfjets laufen Kreise. Völlig richtig. Ich habe schon mal rausgeschafft, das ist doch schon mal was. Das lässt sich schon mal abspeichern. So, das nächste Ziel ist dort. Da ist aber ein Minenfeld. Also das muss ja auch irgendwie zu überwinden sein. Das ist ja auch Quatsch, dass ich es beim letzten Mal nicht weiter versucht habe. Die spawnen hier bitte nicht nach. Die sind nachgespawnt. Das sind das Zombies. Nee, das sind nette. Sehr gut. Sehr gut. Dass die mir nicht geholfen haben gegen die Dinger da unten. Und die random Banditen. Eigentlich ein bisschen schade. Ich eigentlich auch mal hätte mehr looten können, ne? Wesentlich mehr Kills gemacht eigentlich mit den Granaten.
auch bestimmt noch rum. Wenn ich sie nicht gelootet habe. Ey, dieses Knacken vom Geigerzähler provoziert mich langsam. Das war beim Hauptspiel nur am Ende der Fall. Am Anfang wär schlimm. Nee, nur am Ende. So, an dem Plateau muss ich auf jeden Fall nur vorbei. Ich will das Game auch gerade gar nicht so runter machen eigentlich, aber... Ich meine, gut, früher waren DLC und Addons noch ein bisschen was anderes, obwohl mir das hier eigentlich als eigenständiges Spiel verkauft wird auf Steam. Verwirrt mich das ein wenig. Ich muss auch daran denken, dass demnächst hier eine Mission kommt. So, hier fliege ich gleich in die Luft. Lohnt sich irgendwie die Kreise zu ziehen? Das Ding ist, die Kanalisation, diese ist ja gar nicht so weit. Was ist da? Da habe ich mich schon mal versteckt. Hier war der Eingang. Oh, da hinten schießen scheinbar schon Stalker auf. Banditen. Hier komme ich nicht rein. Ich muss wahrscheinlich durch dieses weirde System. Das sind Stalker. Jetzt kann ich dir nochmal helfen. Aber die schießen auf Hunde. Das ist nicht schön. Mach mich auch schon wieder gut, was Leben angeht. Geht mal vor. Ich habe auf jeden Fall ein paar von den Schnappen geknallt. Also nicht von den Stalkern, von den Banditen. Kann ich irgendwie was bei dir kaufen? Oh Gott. Deckung bitte. Oh, der hat eine tolle Rüstung. Ich habe auf den Stalker geschossen. Oh Himmel. Ich stelle mich richtig gut an hier um 1.09 Uhr. Ich habe heute auch nichts mehr zum Heilen. Ich muss damit irgendwie klarkommen. Gut, dass die scheiß Wissenschaftsnotizen auch. Einfach Gewicht haben. Legt sich nochmal schön auf den Ausdauerverbrauch oben drauf. Wenn die Stalker gut sind, können sie die jetzt einfach mal flanken und mit 20 gezielten Kopfschützen alle ausschalten. Aber die haben es, glaube ich, nicht so mit hilfreich sein. Jetzt schon. What? Kann dieses Spiel mir ein Medkit geben, bitte? Ich kann mir keins leisten. Die KI ist natürlich Bombe beim auf mich schießen. Oh Gott, da ist dieses Vieh, von dem ich nicht weiß, was es ist. Das ist so ein Ding, was sich unsichtbar macht. Scheiße. Ich glaube, es hat mich gesehen. Ach, Scheiße, stirb bitte. Jawohl, bitte jetzt klemmen. Oder es ist tot. Oh Gott, es ist tot. Das ist vorhin einfach an den Stalkern vorbeigelaufen. Frechheit. Ja, ich komm zurück. Jetzt muss ich den Bums machen. Ach, du schießt schon.
Ihr schafft das auch sowieso nicht, oder? Ich verliere HP. Durch die Strahlung. Gegen die ich nichts tun kann. Oder ist das der scheiß Regen? Ja, ich komme, ja. Seid ihr blöd? Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe das Gefühl, ich fange hier bei dem Game an, wo ich beim Hauptspiel aufgehört habe. Okay, ich speichere auf jeden Fall hier nochmal. Bevor ich das nochmal hören muss, dann bin ich ja durch. Ich muss halt ohne zu sterben an irgendeine Leiche rankommen. Und hoffen, dass sie Map hat. Das sind aber einfach zu viele. Nice Waffen. Durchsuch die Leiche, Junge. Sehr Dank. So, die kann weg. So, jetzt hier, hiermit kann ich wieder arbeiten. Mensch, da geht's mir schon viel besser. Jetzt habe ich meine Wurst wieder. Aber das war noch nicht alle. Hier war jetzt irgendwo die Rampe nach oben, genau. Und da kamen sie jetzt gleich wieder raus. Hey, genau da waren sie einfach nur. Mal. Oh ja. Aber ganz dringend. Eine Kugel, geil. Gut, hier habe ich nicht mehr. Nee, dann wieder. Du weißt schon, dass da ein Kollege von dir drin ist. Oh Gott. Na super. Hast du ganz toll gekriegt. Aber jeden Erfolg abspeichern, habe ich gehört. Ja, genau so läuft das hier. Danke, dass du mich gerettet hast. Was ist das jetzt? Mann, ich dachte, ich komme noch nicht wieder lebend raus. Wow, haben Grizzly und Tauber die ganzen Leute angeheuert? Heiliger Strohsack, so eine Schießerei habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Können wir jetzt von hier verschwinden? Könnten noch mehr Banditen sein. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Mir geht's aber auch eher um die VSS-Munition, die ich gerne hätte. Aber ich glaube, das war der einzige Dude, der dazu was hatte. Dann bereichere ich mich an Granaten. Auch okay. Und Medpacks und Wurst und Brot und Verbänden. Und noch mehr Verbänden. Was sind das? Also Artefakt, ja. Was kann das? Strahlung plus 2 ist, glaube ich, immer dämlich. Strahlenschutzmittel, das ist gut. Keine Ahnung, was das da schon wieder soll mit dem mein Leben. Also es kann doch nicht Sinn der Sache sein. Liegt das vielleicht daran, dass ich gar keine Panzerung mehr habe? Kann natürlich auch sein, ne? Also ich finde es ein bisschen lächerlich, wenn ich jetzt einfach für immer dauerhaft Schaden bekäme.